Wasserfälle mitten in New York. Olafur Eliasson bringt die Kunst dahin, wo die Menschen sind. Denn er will Kunst für alle machen. Also was mich so inspiriert, ist ja eben dieses Gefühl, kausal in der Welt hineingebunden zu sein. Das heißt, dass wenn ich irgendwas tut, dann hat das Konsequenzen. Oder wenn ich irgendwas sagt, dann bedeutet das was. Das Schlimmste für mich ist dieses Gefühl, dass ich mache was oder ich sage was oder ich tue was und dann passiert nichts. Die Sorge ist unbegründet. Die Besucherzahlen seiner Installationen schlagen alle Rekorde. Er scheint alles zu können. Er ist Erfinder, Designer, Konstrukteur, Architekt. Er selbst sieht sich einfach als Künstler. Und der braucht ein Gegenüber. Teil seiner Arbeit ist auch das Bewusstsein, dass wir alle auf diesem kleinen Planeten zusammensitzen und irgendwie auch miteinander verbunden sind. Und ohne nicht, dass es diese Idee von dem einfachen Kunstwerk, was in sich selber ruht, eben gar nicht gibt, sondern immer nur über den anderen. Er ist sehr einseitig. Es ist immer Olafur. Vielseitig sind die Mittel, aber die Autorenschaft, die Quelle wird mir immer eindeutig. Ich erkenne im Dunkeln und Gegenwind an der Arbeit von Olafur Eliasson. Und was ist er für ein Mensch, Olafur Eliasson, der kaum etwas von sich preisgibt und ausschließlich über seine Kunst sprechen will? Also er ist jemand, der sehr viel Stärke und Kraft und Willen hat, aber gleichzeitig auch sehr sensibel und weich und empfindsam auch irgendwie in seinen Arbeiten irgendwie arbeitet. Ausstellungseröffnung in der Berliner Galerie Neuger-Riemschneider. Zu sehen sind Objekte aus Treibholz und Spiegel und neueste Fotoserien. Olafur Eliasson kommt gerade aus New York. Er lebt heute in Berlin und Kopenhagen, seiner Geburtsstadt, in der er später Kunst studierte. Mit dem Fotoapparat ist er ausschließlich in Island unterwegs, seiner emotionalen Heimat. Als Kind verbrachte er dort die Sommermonate bei seinem Vater. Die Begeisterung für die Gletscher, Berge und Vulkane hat ihn seither nicht mehr losgelassen. Seine Fotoserien erzählen von der Vielfalt dieser Naturphänomene. Also beim Wandern ist es ja ganz lustig, da ist ein Berg, ein Berg, ein Berg, ein Vulkan und ein Berg, ein Berg, ein Berg. Und der Vulkan ist natürlich total interessant, weil man hat ja beim Wandern, oder ich auf jeden Fall, man hat ja Angst, dass der losknallt. Und so ist es einfach vom Gefühl her ganz anders. Boah, diesen Berg hat ein Loch, was so inner der Erde geht. Und beim Wandern hat man ja viel Zeit und das heißt, man kann dann auf den Vulkan gehen. Und so habe ich immer wieder versucht, Vulkane so zu dokumentieren oder irgendwie fotografieren, dass es Sinn macht. Und erst jetzt im Frühling habe ich mir das dann gegönnt, mit einem Helikopter rumzufliegen und die quasi also von oben in der Krater hinein zu fotografieren. Unter den Gästen auch sein langjähriger Freund, der Künstler Thomas Demand. Der Bedrohung durch Vulkane stellt Eliasson die Geborgenheit von Schutzhütten gegenüber. Er ist kein Fotograf. Das ist eher eine konzeptionelle Idee. Auch die Hütten da, die mitten in der Landschaft stehen, hat mit Fotografie nur im Medium was zu tun. Für ihn ist das auch Bildhauerei. Das ist natürlich auch das, was ihn als Skulptur interessiert, ist zum Beispiel diese große Landart, die er da findet. Ne? Oder das, was man aus der Landart als Kunstwerk kennt, findet er da schon fertig. Und dann macht er ein Foto, weil er ihn vielleicht herbringen kann, den Vulkan. Aber er hat ja auch schon mal das Eis hergebracht. Also insofern, das ist derselbe Impetus damals gewesen.
Die größte Privatsammlung von Eliassons Werken ist im Besitz von Christian und Karen Borros. Mit den Jahren sind das Ehepaar und der Künstler Freunde geworden. Jeder Künstler braucht eine Heimat. Es gibt die Heimat eines Ortes, es gibt die Heimat eines Gedankenkonstruktes, es gibt die Heimat von Musik. Beim Olafur ist es verortet. Das ist in Island. Es ist dieser seltene Ort, wo Naturelemente zusammenprallen und eine Eigenartigkeit bilden, die es sonst woanders nirgendwo gibt. Und ich glaube, auch bei Olafur kamen gewisse Elemente, Interessen, Vorlieben zusammen und daraus entwickelte sich eine Künstlerpersönlichkeit, die eben auch nicht vergleichbar ist. In Island ist das Erleben von Natur noch wild und unmittelbar. In dieser archaischen Landschaft werden die Themen geboren, die sich durch das Werk von Olafur Eliasson ziehen. Raum und Zeit bekommen für ihn in der Weite der Insel eine andere Bedeutung. Erde, Wasser, Feuer. In seinen Werken spielt der Künstler mit den Elementen. Am liebsten mit Wasser, ob in flüssiger Form, als Nebel oder Eis. Hier ist auch seine, wie er selbst sagt, Obsession für Licht entstanden. Als der Künstler die Einladung für eine Installation in der Londoner Tate Modern bekommt, will er dort ein Naturschauspiel nachempfinden. Eines, das jeder kennt und das jeden berührt. 2,2 Millionen Besucher lockt er mit seinem Weather Project ins Museum. Und alle wollen nur eines sehen: die Sonne in der riesigen Halle. Letztendlich ist es ganz zentral, dass er nicht, wie man zunächst annehmen würde, ein Künstler der Illusion wäre, sondern er legt die Technik oder das Making-of der Arbeiten immer offen. So sehen Sie zum Beispiel bei dem Weather Project ganz genau den Spiegel. Wenn Sie in den obersten Stock in der Tate gegangen sind, sehen Sie die Konstruktion und die Halterung des Spiegels. Das heißt, man kann immer hinter die Kulissen schauen. Sie sehen hier die verspiegelte Decke und wenn man genau hinschaut, sehen Sie die Hälfte der Sonne, also einen gelben Halbkreis, der dann als Sonne erscheint. Auf der linken Seite sehen Sie die Natriumdampflampen, die die transparent milchige Folie in dem grellen Gelb erscheinen lassen. Das heißt, die Aufhängung, die Inszenierung, der Trick ist immer offengelegt. Nur deshalb sind die Arbeiten so stark und funktionieren auch in der Wirklichkeit. Das Weather Project wurde zur erfolgreichsten Ausstellung eines Gegenwartskünstlers. 2004 war das. Seither ist der Däne ein Weltstar. Man hat die Turbinenhalle, die ist immens groß. Die ist eigentlich viel zu groß für ein Kunstwerk. Kein Kunstwerk kann da wirklich drin bestehen. Und was er macht, er verdoppelt die. Und das erfordert wirklich Mut. Und das ist dann natürlich auch bei solchen riesigen Flächen, die da bespielt werden müssen, und bei so einem Apparat wie die Tate, das kannst du ja nicht mehr umkehren. Wenn du den Dampfer mal irgendwie in Bewegung gesetzt hast, dann den umzusteuern, ist so fast unmöglich. Und er beschließt also, diese an sich schon absurd hohe Decke einfach zu verdoppeln durch den Spiegel, dass sie nochmal so groß wird. Und dadurch wird sie wieder kleiner, komischerweise. Das kann er nicht vorher ausprobieren, das kann er nicht wissen. Es ist aber wirklich genial. Und das, sozusagen den Mut zu haben, das dann einfach auch durchzustehen und sagen, Leute, so sieht es aus. Und dann die Sonne auch da hinten. Das hätte natürlich auch leicht den Kitsch abfallen können. Das weiß man immer nicht vorher. Das weiß man erst, wenn man drin steht. Und diesen Mut, sich sowas und von auf die Knochen unter Umständen zu blamieren, das ist schon außerordentlich. Das hatte keiner erwartet. Die Besucher legen sich, egal ob jung oder alt, auf den kalten Betonboden und beobachten sich in der verspiegelten Decke.
Wie fühle ich mich in einem Raum? Fragt der Künstler immer wieder. Hier ist ihm etwas Einzigartiges gelungen. Aus einer unwirklichen Halle hat er einen einladenden Ort gemacht. Einen Raum, in dem jeder sich wohlfühlt. Ja, in der Zeit gab es halt so eine Art von, also einerseits bin ich hier in einem Erlebnis mit anderen Leuten unterwegs, aber ich benehme mich trotzdem so, wie ich will. Das war sehr interessant, dass da gab es halt die Situation, wo Leute also alles Mögliche gemacht hat und alle fanden das toll. Das gibt es ja nirgendwo in der Welt. Du kannst ja nirgendwo in einen Raum reingehen, wo alle machen irgendwas und alle finden es irgendwie toll. Außer vielleicht in, ja, ich weiß jetzt nicht, wo. Und das war vielleicht der Erfolg, dass da gab es wenig, also diesen Inklusivität war ganz schön, ohne dass man alle gleich, alle das Gleiche machen müsste. Schon als junger Künstler hatte er den Ehrgeiz, Naturphänomene im Museum nachzubauen. Beauty, Schönheit, nannte er seinen Regenbogen, den er 1993 mit einfachsten Mitteln in eine kleine Galerie in Köln zauberte. Die farbigen Wasserspiele schlugen in der damaligen Kunstwelt ein wie ein Blitz. Das haben ganz viele Leute vorhin versucht zu machen. Sehr bekannte Leute haben versucht, Regenbögen, künstliche Regenbögen zu machen. Und ich weiß von drei oder vier, die müssen wir jetzt nicht nennen, aber die waren wirklich stinksauer, dass da dieser dahergelaufene Isländer mit Baulampen vom Baumarkt irgendwie den Regenbogen hinbekommen hat und sie das nicht. Und die hatten das mit Laboren und mit Wissenschaftlern und allem Möglichen. Und der hat es einfach zusammengebaut. Und das war auch eine tolle Leistung. Da stand man einfach davor und dachte mir, das plätschert, hat einen Gartenschlauch, das kostet im Ganzen wahrscheinlich 50 Euro oder damals noch Mark. Aber es ist so wunderschön gewesen. Seine Installationen sind nicht nur zum Anschauen da. Sie laden ein zum Mitmachen. Sie bereiten Freude für groß und klein. Bei Olafur ist es schon so, dass Kinder sehr schnell fasziniert sind. Da gibt es ja auch immer sehr viel zu entdecken und das ist so spannend. Immer passiert was. Mir ging es anders am Anfang. Wie soll ich sagen? Es war schwierig, mich darauf einzulassen. Das war für mich, ich sagte meiner Frau irgendwann, das ist Jugend forscht. Ist das die Kunst, die wir brauchen? Es ist am Anfang Unverständnis. Aber gerade die Arbeiten erweisen sich als die, die wirklich über Jahre halten, wo es Freude macht, noch tiefer hineinzugehen. Also ich glaube, heute gehört Olafur zu den drei, vier Künstlern, wo wir die dichtesten Werkgruppen auch zusammengesammelt haben über die vielen Jahre. Seine Licht- und Spiegelinstallationen lassen uns neu sehen. Es gibt nicht die eine Wirklichkeit, sagt Eliasson, sondern viele verschiedene. Jeder konstruiert seine eigene. Erleben kann man seine Kunstwerke nur, wenn man sich darin bewegt. Bei Inverted Panorama House werfen Spiegel die Schatten der Besucher auf eine Projektionswand. So entsteht ein anregendes Verwirrspiel. Jeder sieht es auf seine Weise. Wahrnehmung wird zu einem bewussten, schöpferischen Akt. Während des Engagements ist ein Moment da, wo ich mich selber von außen beobachte. Wann ist tatsächlich eine Situation so konstruiert, dass ich mich selber von der Perspektive das Bild sieht. Und auf einmal gucke ich quasi mir selber über ein Bild an. Oder eine Art von Spiegel. Und da meine ich jetzt nicht Spiegel, also Spiegelung oder Reflexivität, könnte ich sagen. Das heißt, ich sehe mich selber sehen von einer dritten Perspektive.
Und darin steckt natürlich der Potenzial, dass man sich selber auch also entsprechend untersuchen könnte, evaluieren, kritisieren und neu durchdenken. Und boah, ich bin ja eigentlich vielleicht so rum besser gewesen und so weiter und so fort. Und diesen Unterstützung von sich mit sich selber so auseinandersetzen, findet man ja sonst, finde ich, sehr selten. Nur im Dialog mit dem Besucher erhält das Kunstwerk seine Bedeutung, sagt Eliasson. Ohne ihn wären das nur Lampen, die Licht an die Wand werfen. Your uncertain shadow. Lebendig wird diese Installation erst durch die Menschen. Über die Schatten siehst du auch, wie weit bin ich von der anderen Person entfernt. Traue ich mir, den anderen Person mit meinen Schatten, deren seine Schatten zu berühren? Können unsere Schatten überlappen? Und interessanterweise ist es möglich, ohne dass wir uns in also physischen Raum berührt und so. Und daher ist natürlich diesen unterschiedlichen Sphären, Privatsphäre, öffentlichen Sphären, Intimitätssphäre, wie nah trete ich jemand? Die sind alles total interessant, weil es mit unserer sozialen Kompetenz sehr stark zu tun hat. In seiner Installation Your Blind Passenger lässt Eliasson die Besucher in dichten Nebel mit wechselnden Farben eintauchen. Ob sie sich neugierig durch den Raum tasten oder die Orientierung verlieren und in Panik geraten, jeder wird mit einer unvergesslichen Erfahrung nach Hause gehen. Ich denke, dass es so schon ein wesentlicher Aspekt seiner Kunst ist, dass er Leute erreichen möchte. Er möchte eine Geschichte erzählen, er möchte wirklich einen Kontakt aufbauen, auch mit seinem Publikum, mit den Leuten, die ins Museum gehen, Leute, die auf der Straße sind. Das reduziert sich eben auch nicht nur auf Leute, die jetzt in so Kunstinstitutionen gehen. Also sein Interesse geht wirklich auch mehr und mehr dahin, denke ich, Leute auf der Straße zu erreichen auch, und auch Leute zu erreichen in Regionen auf der Welt, wo man normalerweise mit Kunst weniger zu tun hat. Berliner Passanten wundern sich über vereiste Fahrräder und über Treibholz aus Island. Eliasson hat die Objekte in der Stadt verteilt. Die Straße wird zum Museum. Plötzlich könnte alles Kunst sein. Auch ein verspiegelter LKW, der in einem Kreisverkehr seine Runden dreht. In dieser Lagerhalle in Berlin-Mitte hatte Eliasson 6 Jahre lang sein Atelier, Wand an Wand mit Thomas Demand. Schon damals scharte der Däne ein Team von etwa 30 Leuten um sich, während Demand alleine arbeitete. Aber für beide war es eine bereichernde Nachbarschaft. Ich habe mir dann eine Maschine gekauft, mit der er sehr viel arbeiten konnte. So eine digitale Schneidemaschine. Er wiederum hat sich bestimmte Computerprogramme gekauft, die wir wieder benutzt haben. Und so. Das ist einfach, im Grunde war das die ganze Zeit ein relativ reger, und rege heißt täglich, stündlicher Austausch von Ressourcen, Ideen. Und je länger man sich kennt, desto direkter kann man sich auch gegenseitig sagen, was Sache ist mit der Arbeit. Es gibt eine Begebenheit, wir waren öfter mal in Island, aber einmal sind wir zusammen, wollte er mir ein paar Moose zeigen in Island. Dann sind wir losgelaufen und ich verstehe eigentlich gar nicht besonders viel von Moosen, aber irgendwie wollte er mir was erklären. Und irgendwann hat er gesagt, wenn ich jetzt alleine hier ginge, wäre das wahnsinnig langweilig. Für mich ist das nur interessant, weil ich mit dir hier gehe. Und das hat mir ziemlich viel gesagt, weil mir zum Beispiel wäre es viel interessanter, wenn ich nicht mit mir gehen da müsste, sondern sozusagen alleine ginge. Und für ihn ist sozusagen die Situation, in der er sich befindet, die definiert er immer über das Gegenüber. Und ohne das Gegenüber ist sie im Grunde unbedeutend oder auch banal oder ohne Leben, ohne den Bezugspunkt. Und das scheint mir sehr entscheidend zu sein. Deswegen auch dieses große Atelier, mit dem er immer Leute hat, mit denen er sozusagen sich zu jedem Zeitpunkt immer auseinandersetzen kann, die dann auch den Ball zurückspielen und sowas.
2008 zog Eliasson in eine ehemalige Brauerei am Prenzlauer Berg. Hier hat er alles unter einem Dach. Werkstätten, ein Archiv und das Institut für Raumexperimente, wo der Kunstprofessor seine Studenten unterrichtet. Eliasson hat Tänzer aus aller Welt in sein Studio eingeladen. Mit einem Zeitlupenexperiment mischen sie sich unter seine Mitarbeiter. Eine Reminiszenz an seine Jugend, als er selbst Breakdance-Meister war. Im Studio arbeiten Handwerker, Architekten, Physiker, Maler, Konstrukteure, Kunsthistoriker. Ohne sie alle wäre seine Kunst nicht denkbar. Ich hoffe, dass ich damit relativ auch offen so umgehen kann, dass das eine gewisse, also dass das Studio auch eine Stimme hat, dass das Studio auch eine Beteiligung in der Welt oder in Berlin oder so hat. Und das ist für mich eben sehr wichtig, dass das Studio so transparent heißt, als könnte man durchgucken und was anderes dahinter sehen, aber transparent im Sinne von, dass es jetzt kein Geheimnis, dass das Studio da ist und dass die Leute auch toll sind. Da gibt es ja ganz viele andere Künstlerstudios, was sozusagen hinter dem Mythos der Künstler sich versteckt und sind so halb gemein und geheim, so wie ich das sehe. Und da bin ich überzeugt, dass es für jeder klar ist, dass das Studio eine große Ressource für mich auch ist. Im Berliner Studio wurde auch diese Lichtskulptur entworfen, Vortex. Die Architektin Sharon Lee leitete das Projekt. Zwischen der Idee und dem fertigen Werk lag ein langer Weg. Da waren Experimentierfreude und auch Geduld gefragt. Das ist ein Prozess und irgendwann entsteht so eine Grundidee und dann habe ich das unterschiedliche Modelle digital hergestellt von Vortex und habe natürlich festgestellt, die sehen alle tot aus. Und dann haben wir trotzdem dran gezeichnet, dann haben wir mehrere Modelle ineinander gelegt und dann haben wir das per Hand nachher einfach oben drauf gemalt. Und so gab es in meinem Studio einen Prozess, wo wir das digital und dann analog und dann digital, dann analog, dann digital. Und wir haben sicher den Vortex 200 Mal gezeichnet. Wenn er sich für etwas interessiert, ist er ganz begeistert und möchte es sofort sehen. So it's always, of course, a lot of work. So ist es immer viel Arbeit, die schnell erledigt werden muss. Aber ich mag diese Energie. Ich glaube, er mag das auch, dass wir sofort versuchen, eine Idee umzusetzen und sofort etwas anfertigen, das vielleicht passen könnte. Ein Wirbel aus spiegelndem Metall und Glas. Trotz der starren Materialien ist er schwungvoll und lebendig. Eliasson spielt mit Licht und Schatten, mischt Tageslicht mit dem Kunstlicht in der Skulptur. Jede Scheibe ist eine Spezialanfertigung. Alle sind mundgeblasen. Während der Produktion musste das Team eine Menge Detailfragen lösen. Die Glasscheiben sind verschieden dick. Oben sind die dickeren angebracht und nach unten hin die dünneren. Und wir haben eigens eine sehr feine Halterung entwickelt. Das ist die einzige Verbindung zwischen Glas- und Metallstruktur. Was die Farben betrifft, so hat Olafur erst eine Palette von Farben ausgewählt und sie dann nach und nach reduziert. Er überlegte, welche am besten passen und probierte sie Farbe für Farbe am Modell aus, indem er eigenhändig jede einzelne Glasscheibe in der Struktur anbrachte. Das Werk wurde zerschnitten und zerlegt und von Berlin in den Neubau des Münchner Lehnbachhauses gebracht. Über 4 Wochen lang hat ein Team von Spezialisten an der Installation der Lichtskulptur an ihrem endgültigen Standort gearbeitet.
und alle waren gespannt, wie das Wirbelwerk am Ende im Foyer des Neubaus wirken würde. Ich bin wirklich glücklich, weil man natürlich zwischendurch bei der Dimension des Ganzen schon Bauchweh bekommt. Und Sie haben es ja selbst gesehen, wenn die einzelnen Teile gekommen sind, das waren 6 oder 7 Teile und jedes Teil wiegt 300 Kilo etwa, kann man sich ja denken, was das Ganze jetzt an Gewicht ist. Man assoziiert damit dann sowieso, dass da etwas Schweres entsteht und dass das jetzt so filigran und leicht erscheinend geworden ist, das beruhigt und mich sehr und macht mir glücklich. Die farbigen Dreiecke und die Zersplitterung des Wirbels erinnern an Kandinskys geometrische Kompositionen der 20er Jahre. Die Lichtskulptur passt damit gut ins Lenbachhaus, das eine große Kandinsky-Sammlung besitzt. Und außerdem teilt Eliasson die Überzeugungen des russischen Malers. In die Zeit, wo Kandinsky seine Sachen gemalt hat, gab es einfach so ein grundsätzliches Vertrauen in, dass der Kunst wirklich radikal der Welt verändern könnte. Und diesen Glauben bewundere ich einfach. Da gab es einfach so fast revolutionären Überzeugung, dass das, was ich jetzt auf den Leinwand drauf tut, wirklich wichtig ist. Und das finde ich einfach so wichtig, dass wir an diesen Glauben wieder drankommen, weil ich glaube, den Kandinsky, der hat recht. Sein Studio ist auch ein Labor. Der Künstler und sein Team experimentieren hier mit geometrischen Formen und verschiedenen Oberflächen. Ein Forschungsgegenstand ist die Kugel. Seit 1996 holt er sich Unterstützung bei Einar Thorstein, einem isländischen Ingenieur und Mathematiker. Mit ihm entwickelt Eliasson Formen und Strukturen, die er dann in seinen Installationen und Skulpturen umsetzt. Eine zarte Kugel aus Metall und Spiegeln hat Christian Borros für die Ausstellung in seinem Berliner Kunstbunker erworben. Es ist die neueste Errungenschaft seiner beachtlichen Sammlung. Dann kam eben eine Wasserarbeit, eine Fotoarbeit, eine Windarbeit, sodass wir versucht haben, die wichtigen Werkströme von ihm zusammenzusammeln. Und was mir noch fehlte, war so ein Welterklärungsmodell. Ich sah dann plötzlich diese Kugel mit diesen Spiegeln und den Winkeln und ich bin drumherum gegangen und ich sah das Zersplitternde und dann das doch Zusammenkommende in der Kugel und merkte, diese Arbeit, die fehlt. Diese Arbeit, die fehlt noch bei uns in der Sammlung. Und da bin ich immer sehr push und sage, die brauchen wir. Und bin sehr froh, dass wir die jetzt haben. Die mächtigste Kugel aus Eliassons Werkstatt schwebt über den Köpfen der Passanten im Viscardi-Hof in der Münchner Innenstadt. Das ist ja wie so ein Einkaufszentrum und das ist ja immer eine Herausforderung. Man muss wahnsinnig kämpfen, um zu vermeiden, dass die Leute nur noch an Konsumierung denken. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann klappt oder nicht klappt, aber schließlich war die Idee, dass wir dann halt eben was anderes macht und so eine Art von, einerseits ein Versuch, dass man den Licht anders in den Hof reinnimmt, aber dass man auch wirklich den Hof voll mit irgendwas macht, also richtig so fast zu voll und das, finde ich, hat ganz gut geklappt, so dass die Leute kommen rein und denken, wow, also das hier ist jetzt, was ist das jetzt, wie soll ich jetzt damit umgehen und das ist offensichtlich nichts, was ich so jetzt kaufen kann und einfach so mitnehmen. Hier ist auch von mir was anderes gefragt. Und daher gefällt mir das ganz gut. Das Geflecht aus Stahlbändern ist, so Eliasson, ein Symbol für internationale Netzwerke und für Weltoffenheit.
Umschreibung nennt er diese Treppe, die nirgendwo hinführt. Auch hier versteckt sich die Geometrie der Kugel. Das ist schon lange her, aber ich glaube, das hier war das erste Modell, die erste Besprechung, die ich mit ihm über das Projekt hatte. Also es ging ihm wirklich darum, einen Weg an einer Kugeloberfläche entlang zu generieren. Die Arbeit im Studio bestand dann daraus, einfach die Möglichkeiten auszuloten, wie man das machen kann. Also wie um Himmels Willen kann man wirklich so einen Loop über eine Kugel laufen, rauf und wieder runter, dass es hält, dass man aneinander vorbeikommt. Und so sind wir halt durch viele mögliche Dinge irgendwie durch. Und dann ist es einfach so eine Diskussion, die man dann hat, was ist das, was seiner Intention dann irgendwie am nächsten kommt. Also es hat ja auch sowas von so einer Unendlichkeitsschlaufe, auf der man irgendwie läuft. Oder Hamsterrad oder so. Ich kann Dinge nur sehen, wenn ich mich bewege, sagt Eliasson. Hier geht man gerne herum und staunt über die raffiniert geschwungene Doppelhelix im Atrium eines Münchner Bürohauses. Und man fragt sich, wie hat er das hingekriegt, dieses begehbare, statische Wunderwerk, das nur auf einem winzigen Sockel ruht? Ja, das ist unglaublich gut gemacht, oder? Das interessiert mich auch, wieso das geklappt hat, weil es ist ja nicht immer so einfach, sowas zu machen. Ich habe einen sehr guten Ingenieur, womit ich seit Jahren zusammenarbeite. In Stuttgart sitzt der aus der großen Stuttgarter Tradition, aber... Und schließlich war das jetzt dann auch nicht so schwierig, weil der Stahlrohr ist ja enorm kräftig und sehr, sehr stabil. Der sieht so recht elegant aus, aber da ist eigentlich relativ viel, also Mechanisches innen drin. Aber da gibt es ganz viel so Treppenbloggers, also tolle Treppen auf der Welt und so. Irgendwie hat die Arbeit es geschafft, in diese Welt hineinzukommen. Und der ist von meiner ganzen Arbeit, glaube ich, die meist getweetet oder geblockte Arbeit in so Treppen, bei so Treppen-Nerds oder so, oder? Das ist ja ganz lustig. So oft er kann, kehrt der Künstler nach Island zurück. Obwohl ihm das Land so vertraut ist, macht er dort immer wieder neue Erfahrungen. Wenn ich jetzt so genauer hingucke, dann ist Island für mich natürlich auch ein Ort, wo ich mich selber testen kann. Und ich gehe in so eine ganz andere Geschwindigkeit hinein, wenn ich da bin. Da gibt es keine Bäume und sowieso keine Autos und so weiter. Und das heißt, man sieht die Größen nicht so richtig. Man denkt, boah, ist das jetzt ein großer Stein, was sehr nah ist, oder ist es ein kleiner Stein, was sehr weit weg ist? Und das ist interessant, man muss ständig seine Augen hinterfragen, um zu sehen, was sehe ich jetzt eigentlich genau? Weil wäre ein Baum daneben, würde man ja gleich sehen, ach, das ist ein Baum und der Stein ist so groß, oder der Auto und der Stein und der Person oder der Stein. Und interessanterweise ist es ganz oft so, dass man denkt, da gibt es zwei Bergen, ich laufe und der eine Berg kommt ganz schnell zu mir und der andere bleibt stehen. Und dann stelle ich natürlich fest, dass der eine Berg ist ein kleiner Berg, nicht so weit weg, und der andere ein großer Berg, viel weiter weg. Wäre ich nicht gelaufen, wäre es mir nicht klar geworden. So ist Island für mich so eine Art von, wie soll ich sagen, also so eine Messungs-, wie messe ich die Beziehung zwischen meinem Körper und dem Raum? Also einmal durchlaufen, da bin ich vollkommen in Kontakt mit dieser Dimensionalität wieder. Alle Dimensionen sprengt der Künstler mit einem Projekt, das er über 2 Jahre lang vorbereitete. Mit einem 200-Mann-Team baute er ein Naturspektakel nach, mit dem er schon mehrmals im kleinen Maßstab experimentiert hatte. 4 kolossale Wasserfälle am East River in New York. In Begleitung seiner Frau stellt Eliasson seine Installation vor. Der New Yorker Bürgermeister hat ihn angekündigt als Künstler, der Unmögliches möglich macht.
from this site, you can see all four of them, Oliver, Eliason. Thank you, Michael. Wasserfälle sind fantastisch. Ein unglaubliches natürliches Phänomen. Doch was der Wasserfall dem Menschen vermittelt, ist, wie großzügig Raum sein kann. Wasser, wie wir es kennen, fällt. Es braucht Zeit, um zu fallen. Und dieses bisschen Zeit sagt uns etwas über Distanz und Maßstab. Zum Beispiel die von Brooklyn bis Manhattan oder zu Governors Island. Diese Maßstäbe bedeuten, dass man sich plötzlich in einem Raum befindet. Du blickst nicht von außen drauf, du bist im Raum. Und dich in ihren Raum mit einzubeziehen, ist doch das, was eine tolle Stadt machen sollte. Sie sollte aufnehmend sein, nicht ausschließend. Die Brooklyn Bridge ist schon noch mal was anderes als eine Tate. Und die lässt sich auch nicht mit Spiegeln irgendwie verdoppeln oder sowas, sondern das ist dann, da arbeitet man dann mit den Wasserwerken und mit dem Fischmeister und dem Naturschutzbeamten und dem Nachbarn und dem Kaffee, was sich irgendwie belästigt fühlt. Und das wird so komplex, sowas, dass es natürlich, das ist dann, da muss man auch sehr viel Mut haben, dass man das nicht so entgleiten lässt in so ein Spektakel. Das ist sehr schwierig und das hat er mit großem Anstand hingebracht, fand ich. Wasserfälle mit dramatischer Vorgeschichte. Nach einem Jahr Arbeit drohte das Projekt zu scheitern. Die Verluste wären katastrophal gewesen. Wie geht der Künstler mit dieser großen finanziellen Verantwortung um? Ich sehe mich jetzt nicht so als Unternehmer. Ich glaube, ich kann schon immer wieder sehr hart und auch im Verhandeln sein. Ich weiß ziemlich genau, was ich will und ich setze es auf ganz knallhart durch. Ich habe aber auch tolle Leute um mich herum. Woher nimmt er die Kraft für all seine Projekte? Schöpft er sie aus seiner Kindheit in Island? Ich glaube, ich habe mir die Ruhe auch sehr stark vorgestellt. Im Sinne von, wo geht es mir gut? Also meine private Geschichte als Kind war eigentlich nicht besonders ruhig. Ich erzähle normalerweise nicht so viel darüber, weil das eine keine so wichtige Rolle für die Erlebnisse meiner Werke spielt. Aber ich war ja eigentlich mit meiner Mutter, und sie war in Dänemark und mein Vater war in Island. Und ich war so ein wenig hin und her zwischen die beiden. Und ich weiß noch immer, wann ich meinen Vater besucht habe. Da habe ich ganz viele Zeichnungen gemacht, um zu zeigen, dass mein Vater war Künstler. Und ich wollte ja auch Künstler sein. Und das war mir ganz wichtig, dass mein Vater mich so eine gewisse Anerkennung gibt. Aber da war Island, ja, es war auf jeden Fall ein Ort, was für mich sehr wichtig war. Und genau an diesem Ort, in Reykjavik, steht seit 2011 Harpa, ein Konzerthaus und Kongresszentrum, gebaut vom dänischen Architekturbüro Henning Larsen. Olafur Eliasson hat das Gebäude mit einer fantastischen Fassade umgeben. Das speziell für Harpa entwickelte Glas ändert seine Farbe je nach Witterung und Blickwinkel. Mit dem Baustein der Südfassade hatten der Däne und Einar Thorstein lange experimentiert. Das Ergebnis, der sogenannte Quasi-Brick. Das Modul aus Stahl und Glas sieht zwar filigran aus, hat aber eine wichtige statische Funktion. Die Quasi-Bricks, der hält ja auch das Dach tatsächlich, oder der hängt und hält das Dach, hängt in der Dach und hält der Dach. So ist quasi keine Säulen dahinter, das wäre dann der normale, also Ingenieurweg, wow, wir tun Säule, die Säulen halten alles, dann kleben wir einfach irgendwas Dekotechnisches davor. Und da haben wir das noch einen Schritt weiter genommen und so, dass die Quasi-Bricks halten sich selber und der Haus in dem Sinn. Eliasson wollte das Gebäude mit einer Haut umgeben, die in beide Richtungen durchlässig ist.
Die Glasfassade gibt den Blick frei auf die Umgebung und lässt umgekehrt das Tageslicht ins Innere des Gebäudes fallen. Licht spielte eine große Rolle bei der Gestaltung von Harper, innen wie außen. Reykjavik ist, also im Winter, wenn es ganz dunkel ist, ist es ja eigentlich ganz toll, weil dann kommt der Sonne gerade noch in Süden hoch und dann geht es wieder runter. Es steht so um 12 oder 11, halb 12 hoch und dann schon um 1, halb 2 geht es wieder runter. Und sonst ist es einfach dunkel und total schwarz und das ist natürlich irgendwie spektakulär. Und diesen bisschen Licht, dachte ich, im Winter muss ich das, ich muss jetzt irgendwas machen, wo noch diesen ganz kleinen schummrigen Erinnerung, dass mal auch Sommer war, dass das auch voll ausgenutzt wird. So haben wir das, also die Fassade so leicht gekippt, dass falls der Sonne oder der Licht im Süden tatsächlich da ist, dann schafft der Fassade auch der Licht in die Stadt zu reflektieren. Also wir sind noch da quasi. Und so war das Licht ein ganz wichtiges Thema, ja. Licht ist Leben, sagt Olafur Eliasson und will deshalb die dritte Welt mit Licht versorgen. In Form von Little Sun. Das ist eine kleine, solarbetriebene Lampe, die wie eine stilisierte Sonne aussieht. 1,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu elektrischem Strom. Das will der Däne ändern. Bisher hat er Little Sun bereits in verschiedene afrikanische Länder gebracht. Kunst, die das Leben vieler verbessern soll. Wir sind ja in der Welt und das, also es kommt ja mit einer gewissen Verantwortung, dann auch in der Welt unterwegs zu sein. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dann immer besonders verantwortlich bin. Manchmal denke ich, ich bin verantwortlich, dann bin ich es eben nicht. Oder dann bin ich manchmal auch natürlich extrem egoistisch und dann denke ich darüber nach und versuche es dann weniger zu sein und so weiter. Ich bin der Meinung, dass Kunst ganz allgemein als Teil des Welt gesehen werden soll. Wann Sie jetzt in ein Museum hineingeht, dann treten Sie nicht aus der Welt hinaus, dann gehen Sie der Welt noch einen Schritt näher. Das ist ja wie so eine Art von Mikroskop. Und dann sieht man viel mehr und dann sieht man viel näher ganz nah dran und so. Und auch sich selber natürlich. Und da fühle ich mich, also in diesen Konstellationen fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Und ich habe da großes Vertrauen an der Sprache, was ich mit meinem Werk spricht.